10 Jahre ist er alt. Ja, ein Hümer Axis. Die heißen heute übrigens noch Axis. So ist es. Der ist silber. Und er sieht eigentlich noch aus richtig gut. Ich glaube, wenn man da jetzt noch mal ein bisschen Wiener würde, die sind ja schon alle aufbereitet hier bei euch, aber die gehen so schnell eigentlich raus, dass man gerade das Modell hier, muss man wirklich sagen, da war jetzt gerade eben schon wieder ein Kunde da, der geguckt hat. Hier ist Roland. Grüß dich, Roland. Hallo. Grüß dich und alle Zuschauer. Ja. Hier aus Müllheim an der Ruhr. So ist es ja. Wir stehen tatsächlich bei RS Reisemobile. Ihr nehmt unglaublich viele Fahrzeuge in Zahlung. Bei euch kann man alles in Zahlung geben, was 4 Räder hat. Ja, sagen wir mal, außer Kinderwagen und ganz alte, normale PKWs schon auch eher Wohnmobile und Wohnwagen. Das ist sehr gefragt hier, oder, Hümer? Absolut. Hümer ist gefragt, ist eine sehr, sehr gute Qualität. Alt eingesessen. Und ich sag mal, wir haben jetzt hier ein vollintegriertes Fahrzeug. Und es gibt ja wirklich 2 Lager. Die einen finden vollintegrierte ganz toll und andere lehnen die völlig ab. Aber bei dem vollintegrierten habe ich natürlich den Vorteil einer besseren Isolierung, der großen Scheibe. Die Landschaft fährt quasi vor mir her. Das ist schon Kino. Ja, das ist schon 16:9, sag ich mal. So, wir reden hier wahrscheinlich damaliger Preis über 100.000 Euro. Bestimmt. Weit über 100.000 Euro, kostet jetzt 40.900. Hätte man ja auch 39,9 machen können, aber jetzt ist ja Corona, da kann alles ein bisschen teurer sein, ne? Kann ich nicht beurteilen, weil Spaß. Das muss unser Chef beurteilen können. Nee, das ist oft so, ich meine, die Fahrzeuge stehen ja im Netz, die stehen bei Mobile, jeder kann vergleichen, also so viel geht da nicht, aber im Moment ist die Nachfrage ist enorm. Ja, ist ungemein groß und ich sag mal, natürlich regelt das den Preis, das ist ganz logisch, ne? Ja, ich werde gleich mal kurz mal reinhalten, dass man schon mal sieht, was uns erwartet, schwarz mit beige. Da scheitern oft die Geister dran, dass Leute sagen, naja, will ich nicht haben, aber man muss das Ganze sehen. Ja, wobei bei Schwarz mit Beige, das ist jetzt eine Besonderheit, weil der Vorbesitzer hat den Sitzbereich und die Frontsitze mit Kunstleder neu polstern lassen. Weil wenn man das gleich im Schlafzimmer sieht, die Betten, er hatte früher ein blau gestreifte, eine gestreifte Optik und die Hümer kennen, wissen, das war ein Standard mal bei Hümer, das hat sich verändert. Mhm. Und hier haben wir jetzt wirklich neue Polster. Gut, wir gehen mal kurz drum rum, dass wir mal sehen, was man hier alles geboten bekommt. Er hat ein paar kleine Beulen, das habe ich schon gesehen, da ist einer mal gegengefahren oder irgendwas ist passiert hier, siehst du es? Aber das bleibt nicht aus, das ist nur ein Schönheitsfehler. Das ist auch Patina der Zeit, so würde ich das mal sagen. Ne? Das ist Schönheitsfehler. Kann man rausmachen, muss man nicht. Kann man rausmachen, es gibt Beulendoktoren, die, ich sag mal, mit etwas Glück da auch rangehen könnten. Das ist Alu, aber es ist nicht ganz trivial. Nee, das ist auch nicht so einfach wie bei dem normalen Blech, aber es ist tatsächlich so, dass es Leute gibt, die das stört. Dann würden wir das wegmachen, allerdings dann auch nicht kostenlos. Ne? Ansonsten ist das hier. Das ist alles eine Frage, was ich will. Es ist ein EX562. Ja, hier vorne stehen wir, ein vollintegrierter, aber nicht zu lang. Also das ist ja auch bei ganz vielen und der ist nicht so hoch. Ich zeige mal gerade im Vergleich zum Hümer Mobil daneben, der bestimmt so einen guten Dreiviertelmeter höher ist. Dagegen wirkt der andere quasi wie Kindergeburtstag. Dass man die beiden mal nebeneinander sieht. Und daneben die Steffi, jetzt darf keiner vorwärts oder rückwärts fahren, sonst ist sie eingeklemmt. So ist es. Ja, die Garage, die hat so normale Größe? Ich guck mal rein, Moment. Ja, die ist normal. Also wir hatten gerade ja eine ganz hohe, aber die ist auch schon recht groß. Kirschholz. Merkst du? Mhm. Die 2010er? Das war die Kirschholzzeit. Ja. Und guck mal hier, auch ganz viele Fächer, wo man noch was reinlegen kann. Finde ich persönlich ja immer gut. Riffelboden hier unten drin. Mag Fächer. So ist es. Und hier ein Schrank. Oft aus erster Hand, oder? Oft aus erster Hand. Und der Schrank ist jetzt verschlossen. Könnte sein, glaube ich aber nicht. Doch, könnte sein, dass das der Gas. So, ich habe auf jeden Fall hier unten meine Zoösen mit drin. Der kann ich also Fahrräder verspannen. Der hat schon was erlebt, muss man sagen. Aber die Qualität von Hümer ist so, das sind Gebrauchsfahrzeuge, die wahrscheinlich wird er noch 20, 30 Jahre leben. Absolut, ja. Vor allem, man sieht ja hinten, da sind jetzt Riffelbleche verarbeitet worden. Da passiert überhaupt nichts mit. Ne? Ja, das Ganze ist verschraubt ordentlich. Das heißt also, auch hier ist es so,
Oft habt ihr die Fahrzeuge so, ihr habt da jetzt nicht mega viel Aufbereitung reingesteckt, weil wenn der Kunde das will, kann das kriegen. Aber viele sagen auch zum Beispiel, nö, die paar hundert Euro für die Aufbereitung spare ich mir. Ich mache das selber, dafür kriege ich das Fahrzeug ein bisschen günstiger. Ja, aber man hat den Vorteil, wenn man es selber macht, dass man auch jede Ecke kennenlernt im Laufe der Zeit. Ne? Dass man also einfach mal weiß, an welcher Stelle ist welcher Knopf, welcher Schlauch und so weiter. Ich würde es immer selber machen, aber ansonsten sind die ja natürlich aufbereitet. Ne? Ist gar keine Frage. Ihr checkt die auch. Ihr müsst ja auch ein Jahr Garantie geben auf die. Das ist so, dass der Vorteil beim Händler, glaube ich, mit der Garantie ist nicht zu vernachlässigen, weil viele kaufen privat mittlerweile unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Ja, und haben dann den Kunden am Apparat, der dann sagt, hör mal, mir ist also die Pumpe kaputt gegangen oder das und das ist nicht in Ordnung. Also da haben wir die Möglichkeit, da anders zu reagieren. Ne? Fahrradträger übrigens hinten ist jetzt nicht unbedingt für E-Bikes geeignet, weil er nur 50 Kilo hat. Die meisten E-Bikes wiegen ja so 30 Kilo pro Stück. Aber wenn man einen Akku wegnimmt, und ich empfehle immer, die Sattelstange auch rauszunehmen. Da geht das schon, oder? Ja, vor allen Dingen ist die Gefahr da nicht so groß, dass einer die klaut. Werden natürlich auch gerne mal mitgenommen. Ja. Aber welcher Dieb schiebt schon gern ein Fahrzeug, Elektrofahrer. Der möchte es fahren, ne? So, ja, der jetzt einfach Klappe, ne? Mhm. Ja. So, und da kommt das Fahrrad drauf. Da kommen die Fahrräder drauf und ich sag mal so, da gehen auch durchaus zwei E-Bikes drauf. Wie gesagt, wenn man sie so ein bisschen reduziert. Toll. Da ist so eine kleine Klappe. Die ist ja süß. Ja, das ist so eine Anreichklappe, ne? Wenn man mal gegenüber oder mal schnell an irgendwas ran möchte. Ach, die Steffi kommt wieder von der anderen Seite. Guten Tag. Ich finde das immer so schön, wenn ich von der anderen durchgucken kann. Hallo Roland. Hi, Steffi. Die Breite von dem Fahrzeug, was wird er haben? 220? Ja, in der Richtung 220, 225. Okay. Hier oben, das hier ist quasi schon ein ganz hochwertiger Integrierter. Die kriege ich zwar neu, ich sag mal für 10.000 Euro mehr, aber das kann man nicht vergleichen von der Qualität, oder? Ja, wobei bei den heutigen Fahrzeugen ist es ja so, dass die fast ausschließlich GFK sind. Hier haben wir bei Hümer wahrscheinlich typisch die Geschichte, dass Dach Alu in GFK ist. Und wir haben hier eine Alu-Verkleidung. Hier hat einer noch... Weil das ist der Zubehör. Ja, das ist hier der Kamin. Hier kommt ja was, es wird heiß hier an der Stelle, ne? von der Heizung her, dass er dann hier etwas gemacht hat, damit das nach unten nicht sifft und ihm den Lack beschädigt. Ja, das ist interessant. Übrigens ist hier der Auspuff und der Einlass auf einmal. So ähnlich, ja, genau. Ja, das ist wirklich so. Der zieht. Ja, hier, wir haben ganz klar ein Fahrzeug mit einer Chemietoilette drin. Ja. Gucken, ob die auf ist. Nee. Ist zu, aber das können wir gleich mal reingucken. Das ist die Klappenhalterung, ne? Wenn die Klappe, da hält man die Klappe oben fest. Ja, so, hier, das ist interessant, das Muster, was die da drauf damals gemacht haben. Dieses graue Muster, was? Siehst du da mit den Schlieren, das ist ganz toll gemacht. Ja, ja, das ist Patina. Das ist Patina. Das kann man aber, wenn man wollte, erneuern oder auch polieren. Ja, aber es hält wahrscheinlich noch 20 Jahre. Also das hier ist so eine Geschichte, Auto ist natürlich 10 Jahre alt. Aber mein Golf hat auch Patina nach 4 Jahren. Ja, ich mittlerweile auch, aber da können wir jetzt nicht drüber reden. Dieseltank. Du hast auch Patina? Ja, absolut, natürlich. So, Integration bei Hümer muss man wirklich sagen, also vom Feinsten, das ist wirklich Qualität. Wir reden ja also auch von einem sehr umfänglichen Fahrzeug auf Ford-Basis. Ja, mit dem Vorteil einer Steuerkette natürlich. Hält ewig? Hält, wenn man so will, ziemlich lang. So, das Polster ist gar nicht schlecht. Also das jetzt Polster ist gut. Das ist sehr, also sehr neu, ne? Und sehr sauber gearbeitet, also wirklich von einem Sattler, das sieht man. Das sieht man. So, ich habe eine Fahrerhaustür, wie man sieht. Ich habe hier, ist die Handbremse drin, platzsparend. Ich kann also aussteigen an der Mautstelle. Also 40.000 Euro. Ich hätte gedacht, der wird mehr kosten. Ja, also es ist, wenn man so will, doch schon ein Schnäppchen. Ne? So ist es. Also wer sich ein bisschen auskennt, das ist schon der Mercedes unter den Wohnmobilen. Da ist zwar kein Mercedes drunter, nur ein Ford, aber das ist schon was Ordentliches. Hier vorne Motorraum, der ist abgeschlossen. Und hier vorne können wir mal kurz reingehen, jetzt mal ins Wohnmobil, dass wir das Ganze mal sehen. Hier steht da XSI 562, Einzelbetten und Garage. Und ja, für alle Freunde der Standbilder, wir sind tatsächlich bei RS Reisemobile. Heute mal mit der Sendung gebrauchte Wohnmobile, was kriegt man denn? Weil im Moment hat man ja das Gefühl, man wird ja überall mehr oder weniger so ein bisschen übervorteilt.
Ja, also ich würde mal so sagen, Corona hat die Leute ein bisschen gezwungen, im Land zu bleiben. Mhm. Und wer festgestellt hat, dass Deutschland so, so schöne Ecken hat, wird mit dem Wohnmobil einfach begeistert sein, was er alles sehen kann. 10 Jahre alt, aber die Qualität von Hümer ist wirklich klasse. Also selbst nach 10 Jahren hier drin hat man jetzt nicht das Gefühl, es riecht nach Leder. Nee. Es riecht so ein bisschen nach Linoleum, so ein bisschen wie in der Schule. Ein bisschen, ja, genau. Ja. Was direkt auffällt, Hubbett, mechanisch. Das kennst du schon, wenn du mal auf den Knopf drückst. Das kenne ich. Da können wir mal kurz reinfilmen. Okay. Mach's mal hier los. Ja. Sicherung, Knopf, intuitiv. Das war jetzt wirklich, upsie. Fernseher mal weg. Fernseher mal weg, mach nochmal ganz langsam runter. Ganz langsam. Ja. Okay. So, und da siehst du hier oben. Das müssten wir jetzt einfach zur Seite packen. Also ein riesen Hubbett mit dabei, da vorne kannst du zuziehen. Weil eben der Mann, der kam, hat gesagt, ich suche was für 4 Kinder, beziehungsweise für 4 Personen. Für 4 Personen, ja, und er sagte also für meine Schwiegereltern, die dann also mit Einzelbetten ganz gut klarkommen. Und wenn er mit seiner Frau und mit seiner Tochter fährt, dann braucht die ein Bett. So, jetzt hast du ein bisschen aufgemacht, jetzt musst du auch ganz aufmachen. Ja, ich habe die ganze Zeit drauf gehalten. Im Laufe der Zeit haben sich die Verschlüsse einfach total verändert. Also hier ist wieder ein ganz anderer Verschluss. Den drückt man jetzt hier runter. Ah ja, und dann geht's auf. Und dann geht's auf. Hey, du hast so ein bisschen aufgemacht und dann gleich zugemacht. Und die Leute wollten wissen, was ist denn jetzt drunter? So, das ist übrigens. So waren früher die Steuergeräte. Genau. Ist ja süß. Mit so einer Pegelanzeige. Das gibt's heute auch noch, wenn man das gibt's will. Gibt's heute auch noch, ja. Bei, ich sag mal, bei preiswerteren Fahrzeugen wird das immer noch verwandt. Die funktionieren ja auch. Ja, wenn du mal kurz drauf drückst auf den 12-Volt-Knopf. Dann ich sag mal so, hier sieht man, Licht geht an und die... Ah, Batterie ist leer. Ja, nee, ja, da ist ja... Ah, 11 Volt, 12 Volt. Ah, die Fahrzeugbatterie ist noch voll, aber die Aufbaubatterie, die hat es gepackt. Ja, gut, weil eben halt hier steht, Licht wird angemacht und solche Dinge auch immer. Ne? Ja, das bedient er von der Truma, das ist sehr einfach zu bedienen. Ja. Ja, das ist wirklich einfach. Hier ist auf Null. Ich habe im Winter, im Sommerbetrieb 30 oder 60 Grad Wasser und habe hier im Winterbetrieb habe ich Heizung und 60 Grad Wasser. Und hier kann ich also die Geschwindigkeit einstellen. Die Luftgeschwindigkeit. Ne? Ja, das ist der Rausfallschutz. Ich habe den Rausfallschutz mal integriert. Ja. Toll, das heißt, die Kinder, die können jetzt nicht mehr so leicht rausfallen. Nee, nur an der Seite. Nur an der Seite. Wobei, ja, das ist in dem Fall, heute macht man das mit anders, das kann man aber nachrüsten mit Netzen. Ist aber gut gelöst, finde ich. Ja, das ist nicht schlecht gelöst. So, jetzt habe ich hier meine. Der ist ein bisschen oldschool, den könnte man austauschen, weil er hier noch ziemlich massiv ist. Das ist, ich glaube, der hat es gepackt. Also die Fernseher kosten ja gerade mal gar nichts mehr. Also selbst die 12-Volt-Version. Das ist hier. Sind bezahlbar. Das mit Leder ist schön gemacht. Ihr habt Polsterer auch an der Hand, wenn ich mal... Wir haben Polsterer an der Hand, ja, können das vermitteln. Und das ist hier jetzt wirklich echt professionell gemacht. Das sieht man. Neu. Das heißt, er hat es neu beziehen lassen. Oft ist ja so, dass Leute da noch Geld investieren und dann irgendwann, ich sag mal, gerade wenn man frisch Geld investiert hat, ja, und man hat alles neu gemacht und dann sagt man, naja, jetzt will ich doch was Neues. Ja, wobei es sich auch manchmal lohnt. Ne? Manchmal gibt man hier so 2.000, 3.000 Euro aus für dieses Polster, was man bezieht. Und kriegt es dann verkauft. Und kriegt es dann aber für 4.000 verkauft. Ne? Ja. Oder kriegt es überhaupt mal gut verkauft, ja, weil ja, genau. die Optik ist ja ein Megathema. Die ist streckenweise entscheidend. Ne? Ja. Optik, Geruch, Holz, Farbe. Und wenn man die Betten sich anschaut, gleich, das waren die Ursprungspolster. So, die Ursprungspolster können wir uns gleich nämlich angucken. Der hatte nämlich gar keinen... Leder drin, liebe Steffi, wenn du dich mal umdrehst und hinten mal aufs Bett guckst, ich zeig noch nicht, so sah das mal aus. Hier vorne auch? Ja. Finde ich auch nicht schlecht, aber das ist natürlich viel moderner. Also wenn ich jetzt einen Film aus den 2000ern drehen würde, dann würde ich dieses Polster wählen hinten. Aber das wird ja noch bezogen, das ist ja nicht so schlimm, das sieht man ja gar nicht. Deswegen ist es nicht so schlimm. Das ist ja ganz neu, ne? Das sieht man. Nochmal bitte, hatte ich nicht gehört. Ich sag, ich könnte jetzt glatt Urlaub machen hier. Ja. Herrlich. Also, wollten wir nicht heute auch fahren? Das können wir bestimmt tun. Stimmt, wir wollten ja Auto fahren. Ans Meer? Nee, du fährst heute mal Schiff. Du fährst das ganz Große, fährst du. Nee, das traue ich mich nicht. Doch. Das darfst du fahren. Ich weiß, aber dürfen und können und wollen ist... Nee, du
darfst und der, nee, und der Roland, dabei. Der, okay. Roland schüttelt den Kopf. Wir werden heute nicht fahren. Also das wahrscheinlich nicht, aber wir werden nachher, denke mir, schon mal ein Wohnmobil fahren. Ja? Werden wir fahren? Okay. Ja. Gut. Das ist so, schöne Aussicht hat man mit drin. Also es ist, ich sag mal, in Schnäppchen, 40.000 Euro, kann man nichts falsch machen hier? Nee, würde ich sagen, kann man nichts falsch machen. Der Kunde, der vorhin gefragt hat, sind die denn wintertauglich, die Fahrzeuge? Ich habe gesagt, im Prinzip sind alle wintertauglich. Man muss die Abwasserwanne nur isolieren und beheizen. Ansonsten, wie gesagt, man kann also auch selbst im Wohnwagen bei 20 Grad minus wunderbar Wintercamping machen. So ist es. Ja, habe ich schon gemacht. Eigentlich die Gasflaschen müssen dann voll sein. Die, also ich sag mal, man kommt, wenn man wirklich immer heizen muss mit einer Gasflasche, dann 3 Tage aus. Das ist so. Aber kochen kann ich 3 Wochen damit. So, es ist mittlerweile 17 Uhr. 3 Stunden später haben wir es geschafft. Ich bin völlig fertig. Bist völlig fertig. Ihr habt den Knopf gefunden, der ist an der Seite. Er war auch ganz einfach zu finden. Ich hatte den Knopf schon mehrfach in der Hand tatsächlich. Ja, aber er hat nicht funktioniert. Und wer hat es geschafft? Du hast es geschafft. Der Kameramann hat es geschafft. Genau, ich habe es geschafft, aber das ist schön. So, jetzt zeige ich mir gerade das Raumgefühl, dass wir das haben, bei euch beide nebeneinander. Und das ist ja schon ordentlich. Küche ist hier. Oh je, mit Spülbecken. Jetzt brauche ich erstmal was. Gell, ihr seid vollkommen fix und alle von dem Drehen des Tisches. Ja, manchmal muss man Dinge drehen, um festzustellen, dass es einhaken kann. So, das ist jetzt für Steffi. Habe ich meinen eigenen Tisch? Du hast deinen eigenen Tisch. Ja, das finde ich gut. Und das ist ja hier wunderbar. Also wenn ich jetzt, ich plane ja noch mit dem Computer, wenn ich jetzt hier mein Planungsset hätte und so und kann dann so hier über Willst Eck du was arbeiten, auf meinem Tisch abstellen? Dann würde ich deinen Tisch benutzen, aber da wäre ich alleine. Ne? Boah, du bist die, mit Abstand die beste Steffi, die ich je kennengelernt habe. In Mülheim an der Ruhr mit blonden Haaren. Die neben Roland sitzt. Aber aus Düsseldorf, ne? Das muss man ja ganz deutlich sagen. Aber aus dem Pott. Ich bin ja in Bochum geboren und Castrop-Rauxel aufgewachsen. Guck mal einer an. Aber ich bin auch schon rumgekommen. Ich habe jetzt kein Berlin gewohnt, Köln gewohnt, im Ausland. In Berlin. Wir haben oft hier auch Berliner. Ja? Ja, die kommen Berlin ist cool. Kicken dann auch mal in die Fahrzeuge rein. Ja, jetzt haben wir also unsere... Das Bad habe ich schon gezeigt. Die Küche müssen wir zeigen. Wir müssen leider... Wir sind noch nicht fertig. Wir sind nicht fertig, leider nicht. Uns mit Nerven, ja. Aber das finde ich schön von der Farbe hier. Warum? Diesen dunklen Ton mag ich einfach. Diese Schussoptik. Ja. Ja. Ja, hier unten ist es ja ein bisschen heller, rötlicher und hier hat es eher was Dunkles. Gefällt mir persönlich etwas besser. Aber vielleicht ist auch wie die gesagt, Platte neu. Über Geschmack lässt sich streiten. Wollen wir ja nicht. Oh ja, und da hast du natürlich Küche. Hier unten hast du einen Kühlschrank, einen ordentlichen. Hier haben wir einen Kühlschrank. Großer Kühlschrank von Tedford drin, mit Eisfach. Die Dinger kühlen richtig gut. Und ja, auch Möbelbau und so, das ist schon alles ordentlich hier. Das muss man schon sagen. Was haben wir hier? Hier sind wieder andere Verschlüsse, ne? Drüben sind die ja viereckig, hier sind die rund. Besteckfach, ach guck mal hier. Die Absperrventile, die ja auch bei vielen Fahrzeugen an unterschiedlicher Stelle verarbeitet sind. Was ist da? Mülleimer. Sie hat den Mülleimer gefunden. Das ist immer praktisch. Immer praktisch. So, jetzt darfst du dich mal einmal aufs Bett setzen, bitte, Steffi, dass man die Verhältnisse gerne einmal kurz sieht. Ach, ich finde das aber schön. Ist das schön? Ich mag's. Ja, ich mag blau. Ich setze mich aber nur nicht, dass ich mit den Schuhen hier auf das schöne Polster komme, aber... Da vorne kann man übrigens zuziehen, wenn ich da Lust habe. Mach mal gerade, Steffi, für die Vereinzelung. Zack. Dass wenn einer mal keine Lust mehr hat, dann... Ein bisschen Ruhe braucht, okay. Ruhe braucht, dann kann man zumachen wie in der Business Class quasi. Genau. Wie im echten Leben einfach mal sich abschotten. So, mach nochmal auf. Du... Ausnahmsweise. Du bist noch da, wie ich sehe. Ich bin noch da. Und da hinten hast du deinen zentralen Schrank. Hier ist uns auch das realisiert, dass die Schränke links und rechts nicht an der Seite sind, was wir gemerkt haben. Also, dass du dich hinten auch anlehnen kannst und lesen kannst. Und du hast hier noch so eine kleine süße Tasche. Das finde ich auch süß. Da kann man auch einen Wecker, Taschentücher oder irgendwas reinlegen. Das ist krass. Jetzt ist ja 2010, ja mal gerade erst 10 Jahre her, ja. Wie sich die Designs geändert haben, oder? Es ist irre.
Das ist total irre. Also man denkt wahrscheinlich schon 30 Jahre, aber in 10 Jahren Kirschholz ist out. Unfassbar viel. Ja, hier oben hast du nochmal dein Heki mit dabei. Technisch gesehen, muss man ja sagen, sind die Fahrzeuge ja absolut auf dem Stand der Technik. Das bedeutet also hier, ich sag mal, kann man halt irgendwas erneuert werden. Die Fahrzeuge halten wahrscheinlich ewig. Transit ist auch ein Nutzfahrzeug, das heißt also die Lieferwagen fahren Hunderttausende von Kilometern. Was hat der gelaufen hier? Guck mal grad. Hast du es da? 51.000. 51.000. Ja. Nicht, manche Leute sagen, was haben die denn für Urlaub gemacht? In 10 Jahren 51.000, aber das heißt, das sind auch im Jahr 5.000 Kilometer. Ja, aber viele stehen ja auch, muss man sagen. Ja, aber das heißt, die stehen Kilometer jetzt in Spanien mal ein paar Wochen. Ja. Also es ist ja nicht das Ziel, dauernd zu reisen, sondern genau. Viele treffen sich auf Stellplätzen, fahren zum nächsten, Simla mal eine Woche. Und 5.000 Kilometer im Jahr ist schon eine ganze Menge für eine Urlaubsreise. Viele haben sich die auch gekauft und haben es auch nicht benutzt. Das kommt auch oft vor. Das heißt, die hatten es, weil es der Nachbar hatte. Der hat auch ein Wohnmobil gehabt und dann ist natürlich hier sowas hier in Silber von Hümer. Das war immer so ein Statussymbol für ganz viele immer noch. Und dass vielleicht einer sogar gesagt hat mal, aber das kann ich mir hier gar nicht vorstellen, weil die neu bezogenen Ledersitze, das ist schon sehr schick und das ist gar nicht so teuer, muss man sagen. Also es ist bezahlbar. Das ist bezahlbar und ich sag mal, das Ding sieht dann wirklich aus wie neu und macht das Ganze dann auch wieder sehr wertig, ne? Viele machen auch außen jetzt folierte Sachen dran. Ne? Das heißt, die verändern das nochmal durch Folie. Mhm. Das ist auch sehr interessant, ne? Um da auch wieder ein bisschen ein anderes Flair reinzubringen. Das hat sich nämlich von dem Aufbau vorne gar nicht so viel geändert, muss man sagen. Also die Front, die Schnauze, die DNA von Hümer, die ist ähnlich geblieben. Die ist ähnlich geblieben, auch der Schriftzug noch. Das ist ja ein Werbeschriftzug, wenn man so will. Diese Hümer ausgelassene Buchstabenvariante. Vorne hier im Kühlergrill. Genau. Das ist eigentlich mittlerweile etwas, was die Leute dann auch haben wollen. Ne? Ja, man muss jetzt nur mal einen Mercedes-Stern drauf machen, dann würden die Leute denken, es wäre ein Mercedes. So ist das, absolut, ja. Liebe Ford-Fans, ich muss ja aufpassen, in Saarlouis ist ein Ford-Werk. Ah, okay. Da werden zwar keine Transit gebaut. Ich glaube, die werden jetzt in der Türkei gebaut mittlerweile, die Transits. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. So ist es. Ja, hier steht er, Hümer Eribar. Hümer K Exis I762 Einzelbetten mit Garage. Ein Beispiel, was man kriegt für Gebrauchte. Gehen Sie mal davon aus, das Video wird irgendwann mal nächste Woche gesendet. Da ist der schon weg. Ich bin immer noch ganz fertig, dass wir den Knopf nicht gefunden haben. Nee, ich auch. Mein Gott, also, ehrlich. Ich werde das mit so fast forward machen. Okay? Ja. Dass wir das nicht komplett laufen lassen. Ja, ein tolles Pärchen. Tschüss. Roland Rimkus und danke. Steffi, Nachname? Stefanie Kahl. Aus Düsseldorf. Sie ist Krankenschwester. Ganz ursprünglich Krankenschwester, genau. Der erste Beruf. Examinierte Krankenschwester, genau. Meine Eltern waren nicht so begeistert von der Schauspielerei. Ich wollte immer Schauspielerin werden und dann habe ich Krankenschwester gelernt. Und es hat mir auch wirklich viel Spaß gemacht, aber ich bin zu emotional. Also ich habe das immer sehr an mich rangelassen und habe das immer mit angenommen. Du spielst in Dokusoaps? Ich spiele auch in Dokusoaps aktuell nicht, aber jetzt schon. Jetzt aktuell. Und was die neue, ja, neue Dokusoap, ja. Roland und Steffi. Und Unterschrift betreutes Arbeiten. Und die Wohnmobile. Für betreutes Wohnen. Betreutes Wohnen. Nein, das heißt Roland, Steffi und die Wohnmobile. Also die Steffi, die muss ja warm halten. Wenn man die Steffi heiratet, sie ist im Moment Single, ja, dann hat man auch später eine Krankenschwester. Ja, vielleicht. Vielleicht Schwester auch nicht. Rabiata. Schwester Rabiata. Nein, ich bin ganz lieb. Sie ist ganz lieb, so ist es. Ja, hier steht er, der Hümer, 11 Jahre, was war er? 10 Jahre? 10 Jahre alt. Und zu haben bei RS Reisemobile. Wir haben kein Geld dafür bekommen, ein redaktioneller Bericht, Gebrauchte im Jahr 2020 mit Roland und Steffi. Tschüss.